Mein Name ist Klaus Fischer, bin Prokurist bei Angermeyer in Schnöre, bin seit vielen Jahren im Bereich der Hochbauvermessung und damit auch des Laserscannings tätig und Navis-Nutzer der ersten Stunde. Ich bin total froh, dass wir uns heute hier zum dritten Mal getroffen haben, weil wir seit einiger Zeit die Entwicklung des MLX begleiten und wir heute endlich das Endprodukt in den Händen halten durften und gesehen haben, was aus dieser Entwicklung geworden ist. Und das war ein großer Spaß und aber auch natürlich für uns technisch auch irgendwie eine Herausforderung, da mal unseren Senf dazu zu geben im besten Sinne, ja, und auch zu sagen, ja, wenn das dabei ist, das wäre super, oder wenn man das Gerät so halten könnte und all diese Kleinigkeiten, die sich so über die letzten 5 Jahre in der Nutzung von Navis-Geräten da so bei uns einfach herausgefiltert haben, dass wir dann wirklich auch sehen, jetzt ist es soweit und jetzt haben wir ein Gerät, das genau das macht und unsere Ideen wurden einfach mit umgesetzt. Ja. Für mich ist natürlich klasse, dass es einfach eine Verbindung ist aus einem Gerät, das präzise arbeiten kann. Also das heißt, ich kann meine Slam Anchor oder die Ground Control Points kann ich eben verwenden, Passpunkte, wie wir Vermesser sagen, und gleichzeitig an einem Gerät, das leicht ist und das ich auch mal hochheben kann, mal über einen Schrank drüber oder über ein Hindernis hinweg. Und das ist eben diese Mischung aus diesen beiden Welten, Genauigkeit, aber Leichtigkeit und dann am Ende auch Geschwindigkeit, ist für uns natürlich das, was es wahnsinnig interessant macht. Also wenn wir uns natürlich gerade die Punktwolke jetzt anschauen, das, was wir da an Ergebnissen gesehen haben, wir haben bisher sehr viel mit anderen Geräten gearbeitet, haben da nicht nur positive Erfahrungen gemacht, und wenn ich jetzt sehe, schon bei diesen kleinen Messungen, die wir hier gemacht haben, welche Stabilität in den Daten schon drin ist, allein schon auf dem Display, ohne jetzt eine Post-Processing gemacht zu haben, dann ist es schon erstaunlich, wie gerade die Geometrien da passen, wie Räume, die nebeneinander liegen, dann eine gerade Wand dazwischen abbilden. Also das zeigt uns schon mal, dass wir da ein Gerät haben, was uns vermessungstechnisch sehr, sehr nahe kommt. Ja.